Max Events and Culture heißt das neue Innsbrucker Veranstaltungszentrum am Areal der ehemaligen Nachtschicht. Viele Neugierige sind bei der Eröffnung mit dabei. Ich sage einmal, wir haben eine Nische besetzen wollen und haben wir, glaube ich, auch, um Veranstaltungen hier zu machen in jeglicher Art. Sprich von Bälle bis Seminare, Partys, Konzerte, Kabarett, eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Und wir haben uns gedacht, ja, wir wollen eine Location bieten, wo auch die Leute ihre Feiern machen können und wo einfach wirklich was da ist, wo man ein bisschen Ambiente hat und wo man einfach die Möglichkeit hat, sich zu vergnügen. Auch Menschen über 30 sollten sich im Max wohlfühlen. Es ist sicher eine Bereicherung für Innsbruck, vor allem die Vielfalt, was da unten geboten wird. Das ist ja nicht einfach irgendein Disco-Club, wo Tag ein, Tag aus das Gleiche ist, sondern es verändert sich ja die ganze Woche das Programm. Ja, wir haben ja auch das Harley, was ja am Anfang jeder angezogen hat. Es hat ja ein bisschen einen ähnlichen Charakter. Sicher geht es ein bisschen ins Rockige, Jazzige. Aber man kann jede Veranstaltung da machen und ich glaube, das haben sie auch vor. Also es wird sicher für jeden etwas da sein, aber jetzt sage ich mal auch für mich. Ja, das kommt ganz drauf an. Ich bin da recht vielseitig interessiert, aber Musikveranstaltungen vor allem ist natürlich etwas, was mich immer wieder beeindruckt. Auch immer dann, wenn es verbunden ist mit gewissen Innovationen und mit gewissen Neuigkeiten. Da bin ich ein bisschen vorbelastet und das gefällt mir ganz gut. Manche Gäste haben an ein Eventlokal ganz klare Wünsche. Natürlich, ja, gute Musik, halbwegs einen normalen Preis und ja, Spaziergang wird es sicher keiner werden da herunten. Veranstaltungen, wo ich hingehe, müssen sich im Bereich Classic Rock, Cover Rock, Gypsy Music, so wie Bosshaus, solche Sachen, also richtige Gasgeber-Sachen, nicht so Hautrock und vor allem, ich bin kein Refer, kein Hip-Hopper und kein Hausmusik-Fan. Das Max Event & Culture kann noch etwas ganz Innovatives anbieten, nämlich Kunst im öffentlichen Raum. Das ist ein Experiment, was so oft noch nicht passiert ist. In einem, Event, Konzertrahmen, einen Kunstraum zu machen, das ist sehr mutig. Ja, hier trifft sich Eventkultur mit Hochkultur und ich glaube, es ist eine gelungene Symbiose. Und insofern hoffen wir doch, dass das so weitergeht. Auch für Liebeserklärungen ist Platz im Max. Wenn ich weggehe, dann gehe ich mit meiner Lebensfrau, der besten Frau der Welt, mit der Maria, Veranstaltungen und sonst bleibe ich lieber daheim auf der Couch. Wir wünschen dem Max viele tolle Events mit vielen Gästen.